Herzlich willkommen hier nochmal von meiner Anlage. Viele von euch haben in unseren Kommentaren immer geschrieben, sie würden gerne wissen, wie ich hier bei so viel, bei der Anzahl an Becken den Wasserwechsel mache, weil das Schleppen von dem Wassereimer hin und her wäre ziemlich mühselig und würde sehr lange dauern. Ich habe mir eine gute Methode dafür einfallen lassen, ist nicht ganz unbekannt und ich werde sie euch jetzt zeigen. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie der Wasserwechsel bei mir in der Aquarienanlage aussieht. Ich nehme hier ein 54 Liter Becken aus der Anlage. Dort befinden sich Red Fire Garnelen drin. Zuerst öffne ich den Deckel des Aquariums. Und zur Hilfe nehme ich mir erstmal einen Wassereimer und einen Wasserschlauch. Den Wasserschlauch stecke ich ins Aquarium und das andere Ende in Richtung des Eimers. Nun sauge ich das Wasser an, somit fließt das Wasser direkt in den Eimer, wie man hier sehr gut sehen kann. Relativ schnell entleert sich das Aquarium und ich entnehme genau 10 Liter aus meinem 54 Liter Aquarium. Wenn ich die gewünschte Anzahl an Litern aus dem Aquarium geholt habe, nehme ich mir Filterwatte und reinige damit die Scheiben. Nun wollen wir das Becken natürlich auch wieder befüllen und ich möchte nicht die ganze Zeit immer bei so vielen Aquarien in der Anlage mit den Eimern ins Badezimmer und wieder zurückrennen. Das wäre relativ mühsam. Ich habe mir eine kleine Methode einfallen lassen, die gar nicht so unbekannt ist. Nutze ich einen Gartenschlauch und einen Adapter für den Wasserhahn. Der Gartenschlauch sollte neu sein und nicht gebraucht und sowie der Adapter. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun schließe ich den Adapter an den Wasserhahn an, dafür entferne ich den Anschluss, der schon darauf ist, und schraube den Adapter dort drauf. Nun stecke ich den Anstecker für den Gartenschlauch hinauf, wähle die Temperatur und schließe den Gartenschlauch an. Dann lege ich den Gartenschlauch zu meinen Aquarien in das Zimmer und starte den Wasserhahn. Nun kann ich ganz bequem das Wasser in das Aquarium wieder auffüllen. Ich halte meine Hand vor dem Ausströmen, damit ich nichts aufwirbel. Auch wenn das jetzt hier sehr doll aussieht, so viel Druck kommt da gar nicht aus dem Schlauch heraus.
Wenn das Aquarium wieder gefüllt ist, schließe ich den Deckel und fertig ist der Wasserwechsel in ein Aquarium von der ganzen Anlage. Dies führe ich nun in allen anderen Becken auch nochmal durch und so bin ich relativ schnell damit durch. Insgesamt dauert die Reinigung ungefähr 30 bis 40 Minuten. Für 15 bis 18 Aquarien sind es, glaube ich. Wie gefällt euch meine Methode? Hat dir das Video auch gefallen? Gib uns mal einen Daumen hoch. Schreib mal, wie du dein Becken das Wasser wechselst. Und würdest du auch dir so einen Schlauch anschaffen, wenn du so viele Becken hast? Oder fällt dir vielleicht noch eine bessere Methode ein, wie man es machen könnte? Schreib es einfach hier unten in die Kommentare. Hier kommst du nochmal zu einem Video, wo ich meine komplette Anlage dir vorstelle. Und hier, da zeige ich dir nochmal den zweiten Teil, wo ich ein Becken speziell beschreibe und nochmal etwas erkläre zu dem einzelnen Becken. Hier unten in der Ecke, hier glaube ich, kannst du unseren Kanal abonnieren, da klickst du auf jeden Fall drauf, damit du keine Videos mehr verpasst. Unter mir findest du nochmal unseren Website-Link, dort kannst du unsere DVD erwerben, unsere Smartphone-App, gibt es dort die Links zum Runterladen, gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Alle Links, die ich eben gesagt habe, gibt es auch nochmal in der Videobeschreibung für die Leute, die auf dem Smartphone oder auf dem Tablet unsere Videos gucken. Und ich verabschiede mich mit Schaust du gerne TV, bist du gerne in Schlau, bis dann.